Lok Nummer 167 vom Geist und Kiffeln. Sie haben wieder einmal abgemacht zu ihrem Espresso im Bistro. Bruno, der Werber mit den grauten Haaren und Luca, der Architekt. Und Bruno sagt, kaum haben sie sich gesetzt am einzig freien Tisch an diesem Morgen, die Leute kommen wieder und fühlen sich freier. Er spüre einfach nichts von diesem Geist. Geist? Fragt Luca. Von welchem Geist sprichst du denn? Es ist noch früh am Morgen und er glaubt kaum, dass er ein religiöses Gespräch beginnen will. Das wäre verwunderlich bei Bruno. Er rede vom olympischen Geist, sagt Bruno. An diesem Freitag würden ja diese Spiele in China beginnen. Winterspiele in einem Land ohne Schnee. Und sowieso in einem Land, das den Gedanken vom olympischen Geist mit Füßen tritt. Und Bruno fragt, wirst du schauen? Luca nimmt einen ersten Schluck vom Espresso, schwarz wie immer und inzwischen auch ohne Zucker. Er will 3 Kilos abnehmen und weicht aus. Eigentlich nicht, aber vielleicht doch. Allerdings sei es ja meistens mitten in der Nacht und? Schaust du jetzt oder nicht? Wir sollten eigentlich nicht schauen, dieses Schauspiel boykottieren, sagt Bruno. Stimmt, sagt Luca, eigentlich schon. Eigentlich müsste die Welt wegschauen. Aber am Sonntagmorgen um 4, da werde er einen Wecker stellen. Aha, doch. Ich weiß warum, sagt jetzt Bruno. Er lächelt, bestellt einen zweiten Espresso. Vielleicht schaue er ja auch. Den Voits und den Odermatt wollen er sehen. Das schon. Dann können wir ja nachher wieder schlafen. Es ist Sonntag. Und ob in Peking oder Kitzbühel, die Abfahrt der Männer, das ist einfach speziell. Weißt du noch, vor genau 50 Jahren, fast auf den Tag genau, da war es doch bei uns auch noch dunkle Nacht. Und Russi vor Colombe, sagt Luca, die goldenen Tage von Sapporo. Bruno nickt. Ja, damals. Damals war alles anders. Da haben sie doch den Schranz heimgeschickt, weil er gegen die Amateurregeln verstoßen haben soll. Und wahrscheinlich hätte er gewonnen. Er war ja der große Favorit. Und als Russi wäre nicht das geworden, was er heute ist, und der Ogi später vielleicht nicht Bundesrat. Also, schaust du jetzt? Ja, Luca lacht. Sicher schaue ich. Odermatt vor Voits. Stell dir vor, ich würde das verpassen. Und ja, vielleicht, Görling an Olympischen Spielen, das sei immer spektakulär. Erinnerst du dich nicht, vor 4 Jahren, diese beiden Schweizer, die waren einmal ein Liebespaar und wurden dann ein Görlingpaar und haben miteinander auf dem Eis gekiffelt. Man konnte es hören am Fernsehen. Krach hätten sie und dann Silber gewonnen. Großartig war das, fast ein Theater. Ich sehe, sagt Bruno, du kommst ins Fieber. Und wenigstens die Athleten und Athletinnen haben es ja verdient, dass man ihnen zuschaut und mit ihnen fiebert. Und es ist ja nicht wichtig, ob sie das nun in China tun oder irgendwo. Es ist Olympia, alle 4 Jahre. Und der olympische Geist hat sich sowieso schon lange verkrochen, weil er nichts mehr zu tun haben will mit diesem Zeitgeist heute.